Liebe Freunde der nächsten Auswärtstour, am morgigen Freitag trifft unser VfL an Spieltag 22 in der Fremde auf Erzgebirge. Wir gewannen unser letztes Ligaspiel mit 2:0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig durch Tore von Bella Kotschap und Danilo Riemann, hielt in Halbzeit noch einen Elfmeter von Braunschweigs G und ist damit aktueller Rekordhalter mit 17 parierten Elfen. Auswärts holte unser VfL zuvor ebenfalls 3 Punkte durch ein 2:1, 2:0 beim VfL Osnabrück nach Toren von Zoller und Lewis über bei einem Gegentreffer des Osnabrücks Gerd, der direkt verwandelt. Alle 4 Treffer wurden von Zuhl vorbereitet, der 2021 bislang richtig Lust hat mit bereits 3 Toren und 8 Torform. In der Tabelle hat sich der VfL am Sonntag Platz 2 zurückgeholt und hat 40:22 Toren sowie 42 Punkte. Auf Platz 2 stehen wir seit Spieltag 15. Damit sind wir punktgleich mit Spitzenreiter HSV als auch mit Kiel auf Platz. Auf den 4. Auswärts sind es 3 Punkte, auf den 5. aus Karlsruhe 6 Punkte und auf die 6. und 7. Platzierten aus Hannover und Düsseldorf 9 Punkte Vorsprung. Neben dem sehr viel besseren Torverhältnis gegenüber dem KSC, den Hannoveranern und in der Auswärtstabelle ist der VfL aktuell auf Platz 5 mit 17:14 Toren sowie 19 Punkten und in der Rückrundentabelle stehen wir auf Platz 4 mit 8:5 Toren und 9 Punkten. Zuletzt gewannen wir 2 Ligaspiele in Folge, sind seit 4 Auswärtsspielen in Folge dank 3 Dreiern, dem 2:0 in Regensburg, 3:2 bei St. Pauli und 2:1 bei Osnabrück und einem Remis, 1:1 in Sandhausen. Ungeschlagen von den letzten 10 Pflichtspielen gewann der VfL 7 Spiele bei einem Remis, dem 1:1 in Sandhausen und 2 Niederlagen, dem 1:2 zu Hause gegen den KSC und dem 0:4 im Pokal. Bester Torschütze bei uns ist weiterhin Zoller mit 11 Toren, dem Zuhl 10 Treffer die meisten Tore vorbereitet hat. Mittlerweile Zuhl, der auf 9 Torvorlagen kommt, knapp gefolgt von Zoller wiederum mit 8 Torvorlagen. Beide stehen punktgleich mit 19 Scorerpunkten auf den Plätzen 2 und 3 in der SCORR-Liste des Unterhauses. Hinaue zuletzt mit 0:2 in Heidenheim. Die Veilchen unterlagen zuletzt mit 0:2, 0:1. Beim 1. FC Heidenheim nach Toren von Mainka und Kühlwetter und verlor zudem Breitkreuz mit Torhüter Männel, hielt ebenfalls 11 Meter, derer sogar 2. Dies gelang zuletzt im Februar 2019 dem ehemaligen MSV-Torwart Wiedwald beim 0:1 seiner Duisburger. In Fketarul verschoss damals 2 Elfmeter, traf aber damals beim ersten Elfmeter im. Damit ist morgiges Spiel auch ein Spiel der Elfmeter gegeneinander. Von den letzten 12 verhängten Elfmetern gegen Aue hielt Memmel 7 Strafstöße, somit ist die Chance statistisch gesehen aktuell größer, dass er die Elfer hält, als dass der Schütze trifft. Aber trotz alledem traf im letzten Heimspiel ein Schütze gegen ihn. Getroffen hatte im letzten Heimspiel beim 3:3, 1:3 gegen den HSV kein geringerer. In der Partie verspielte der HSV eine 3:1 Führung zur Halbzeit nach 2 Toren von Tarode und einem weiteren Treffer durch Kinsombi durch Gegentore von Hochscheid, Fantritsch. In der Tabelle stehen die Veilchen aktuell auf Platz 9 mit 30:30 Toren und 29 Punkten. In der Heimtabelle ist Aue auf Platz 7 mit 19:14 Toren bei 18 Punkten und in der Rückrundentabelle steht Devs auf Platz 10 mit 5:9 Toren und 4. Zuletzt blieb man 3 Partien sieglos und gewann zuletzt an Spieltag 18 durch ein 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Von den letzten 10 Spielen hat Aue 4 Partien gewonnen, einmal Remis gespielt und 5 Partien verloren. Bei uns Zoller und zu den Ton angeben in der Offensive, sind das bei Aue Krüger und Teströd, ohne die wenig Lauf. Krüger kommt mittlerweile auf 10 Tore und ist zudem mit 6 Torvorlagen und insgesamt 16 Scorerpunkten bester Scorer bei den Veilchen. Die meisten Treffer vorbereitet hat hingegen ein anderer, Teströd, der auch schon 9 Tore erzielt hat, kommt auf 7 mit Bella Kotschap bei uns und mit Krüger bei Aue stehen sich 2 Gewinner der diesjährigen Marktwertanalyse außer. Auch Krügers Marktwert wurde immens angehoben und verdoppelte sich. Punkt auf Wechsel im Winter muss ich bei Aue nicht. Es gab weder Zu- noch Abgänge. Punkt. Hinspiel gewinnt der VfL mit 2:0. Das Hinspiel gewann der VfL mit 2:0, 0:0. Nach Treffern von Zuhl und Ganvola bei seinem bis heute einzigen Saisontor. Rizzuto sah in Halbzeit 1 zudem rot. Auf Aue trafen wir mittlerweile 21 Mal im. 12 Mal gewannen wir, 3 Mal teilte man sich die Punkte mit Aue und 6 Mal gewannen die Veilchen bei 38:26 Tore. Zuletzt gewannen wir aber in Aue durch ein 2:1, 2:0. Nach Toren von Eisfeld und Los Ela bei einem späten Gegentor durch Kupo Sovic und 2 Platzverweis. Bei Aue sah Samson gelb-rot und bei uns Pantovic rot.
in Aue gewann der VfL von 10 Spielen 4 Partien bei einem Remis sowie 5 Niederlagen bei 18:19 Toren. Von den 5 Niederlagen kassierten wir aber derer 4 hintereinander in den Spielzeiten 2010-2011 bis 2013-2014. Die 5. Niederlage war ein 2:3 in der Spielzeit 2018-2019 bei Aue und somit die einzige Niederlage in den vergangenen 12 Spielen gegen die Veilchen. Nur ein Spieler mit einer Vergangenheit beim Gegner, nur einen Spieler kickte beim jeweils anderen VfL. Kakuta Lua spielte ab 2014-2015 für 2 Jahre bei uns und war damalig ausgeliehen von Bayern. Weiterhin ohne Lampropoulos und Weiland. Bei uns fallen weiterhin Lampropoulos und Weiland aus, während Reisblum für Freitag höchstwahrscheinlich wieder in den Kader berufen wird. Das ist von auszugehen. Aufpassen müssen wir weiterhin mit den gelben Karten, schließlich droht bei uns Leitsch, erneut Gamboa, Danilo Soares, Zul, und wenn er wieder in den Kader rückt, auch Blum eine gelbe auflaufen könnte. Diese 11, Riemann, Gamboa, Bella Kotschap, Leitsch, Danilo Soares, Losera, Tesche, Bockhorn, Pantovic, Zul, Holtmann, Samson dürfte gesperrt im Breitkreuz ersetzen wegen seiner gelb-roten Karte definitiv ausfallen. Wird Innenverteidiger Breitkreuz, für den Samson in die Startelf rücken wird verletzungsbedingt fehlen. Zudem Ballas, Kakuta Lua, Kalich, Wieser und offenbar auch weiterhin Teströd, der in Heidenheim zuletzt passen musste. Eine Gelbsperre droht bei Aue. Samson, Solinci und Nazarov. Auflaufen könnte diese 11, Männel, Strauß, Samson, Gonta, Busmann, Hochscheid, Gnjatic, Fantritsch, Solinci, Krüger, Nazarov, Test. Wie endet das Spiel im Erzgebirge? Winterzeit, Spiele in Aue und der VfL. Irgendwie denkt man da unweigerlich an das 1:6 im Oktober 2012 zurück, als der VfL früh das 1:0 hätte machen können oder müssen nach einem Elfer von Dedic, aber dann mit 1:6 von Aue im Schnee vom Platz gefegt wurde und Trainer Bergmann danach seinen Job los war. Aber das ist sprichwörtlich Schnee von gestern und das Wetter für morgen sieht zudem 8 Grad Celsius vor mit geringem Niederschlagsrisiko. Da wird keiner von Schneeverwehungen vom Platz gefegt. Das streicht nicht unsere Verteidigung. Natürlich sind Spiele bei Aue immer unangenehm. Das hat der HSV zuletzt selbst. Aber wenn wir hochkonzentriert zu Werke gehen, hoffe ich, dass wir das Spiel morgen mit dem gleichen Resultat beenden werden wie unser letztes Gastspiel bei den Veilchen und 2:1 gewinnen.